Der Wagen ist inzwischen verkaufsfertig. Es ist jetzt alles am Lack an der Karosserie und im Innenraum gemacht. Und ich zeige euch jetzt einfach noch mal ganz, ganz kurz, was alles gemacht wurde. Unter anderem wurden hier diese Stellen beilackiert von mir. Hier war ja vorher Rost. Das ist beilackiert worden mit, ja, angeblich dem gleichen Lack, hat aber eine leicht andere Nuance leider. Was willst du machen? Hier war noch so eine Schramme drin, einmal komplett im Radlauf, habe ich auch entfernt. Hier vorne war der übelste Schramm drin, den habe ich ausgebessert mit Spachtel, dann mit Füller, Grundierung, dann habe ich es beilackiert und alles nochmal mit mattem Klarlack einlackiert. Also das sieht soweit gut aus. Hier unten war auch eine dicke Schramme drin, die habe ich entfernt. Hier war auch Rost, das habe ich beilackiert. Hier diese ganzen Türkanten habe ich ein bisschen ausgebessert, mit Lack ausgelegt oder mit Airbrush ausgebessert. Dann haben wir natürlich hier diese übelste Tür mit über 10 Dellen, die da drin waren. Die hat der Konrad alle samt rausgeholt. Das Ding ist jetzt wieder glatt wie ein Babypopo. Wunderschön, super geil. Alles draußen. Hier oben ist diese extreme Delle gewesen vom Fahrradfahrer. Gucken, ob es scharf gestellt wird. Ja, genau so sieht es inzwischen aus. Kann man mit leben, finde ich. So sieht der Wagen aus. Alles funktioniert. Hier hinten dieser Hebel kam zwischendurch auch nicht raus. Da habe ich einen neuen Mikroschalter geholt. Ja, so sieht es im Moment da drin aus. Ziemlich chaotisch. Da ist noch lauter Zeug vom Reparieren und so weiter da drin. Der Hebel klappt jetzt auf jeden Fall. Hier hinten ist auch alles wunderschön gereinigt, tiefengereinigt. Sieht super geil aus, der Wagen inzwischen. Ich will ihn schon fast nicht mehr verkaufen. Ich würde ihn am liebsten nicht verkaufen, wenn ich das Geld hätte. Aber ich muss ja leider das Auto verkaufen, weil ich habe das Geld nicht für was Neues. Wenn ich ihn jetzt verkauft bekomme, kann ich mir natürlich was Neues holen. Da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Wird was ganz Gutes sein, schätze ich mal. Es wird auch am G jetzt weitergehen. Ab Samstag gibt es ein Bridge-Video quasi. Und dann geht es mit dem G weiter. Wollen wir mal hoffen, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.